Heute bekommt Vici noch eine Freundin. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Pferdekauf-Video. Darf ich euch vorstellen, das ist meine neue Haflingerstute, die Holly ist es. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme mal noch eine Farbe rein, die ich so noch gar nicht gehabt habe. Und zwar ist es diese wunderschöne dunkle, dieser dunkle Braunton geworden. Ich habe lange überlegt zwischen diesem hier und dem Suti. Dieser hier ist es letzten Endes geworden, wegen dem Sternchen auf der Stirn, weil ich das einfach noch sehr, sehr süß fand. Und es ist auch nicht die Standardmähne geworden, aber Näheres zeige ich euch jetzt. Ihr Lieben, das ist jetzt das Outfit von Holly. Und da ich mich so in das Outfit auf ihr verliebt habe, möchte ich euch das heute nochmal vorlesen oder vorstellen, was es für ein Outfit ist. Und zwar trägt sie diese wunderschöne Rose, die es mittlerweile im Global Shop zu kaufen gibt. Dazu trägt sie das golden-walnussbraune Zaumzeug Sommerlager. Auch das gibt es unter anderem im Global Shop, genauso wie den schokoladenbraunen Classic Springsattel. Dazu trägt sie die rosa Designer-Pferdedecke aus dem Shopping Center und die rein weißen Gamaschen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es die nur am Wandermarkt zu kaufen. Ich liebe das Outfit auf ihr. Ich finde es einfach so unfassbar schön. Deswegen musste ich das einfach drauf machen. Es ist großartig. Ja, und da ich ja die Animationen schon mal gezeigt habe, halte ich das jetzt ein kleines bisschen kürzer. Stehen sehen wir hier. Rückwärts richten, relativ zügig. Das Steigen finde ich eigentlich auch schön, weil es nicht so extrem übertrieben ist. Ich glaube, das hatte ich auch bei Vici schon gesagt. Schritt finde ich eigentlich auch schön. Hier sehen wir jetzt auch mal die andere Mähne in Bewegung. Vici hat ja die Standardmähne und Holly hat hier die etwas frechere lange Mähne bekommen, sage ich jetzt mal, die aber den gleichen Schweif hat. Aber ich finde, die steht ihr einfach unfassbar gut. Ich mag es auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und ich liebe diese Animationen beim Haflinger. Also ich finde die Rasse durchweg eigentlich gut gelungen. Was manche so ein bisschen bemängelt haben, war, dass sie gesagt haben, hey, ich hätte mich jetzt mehr gefreut, wenn der Haflinger im eher etwas schwereren Typ reingekommen wäre. Also es gibt ja den Haflinger auch in einem eher barocken Typ, kräftig, stark bemuskelt. Und es gibt den blütigen Typ, eher schmal, sportlich, schlank. Und den sehen wir hier. Gott, wie fein ihr Köpfchen aussieht. Wie schön es einfach aussieht, wenn man das Sternchen da die Flocke durchwehen sieht. Deswegen ist es bei mir die Farbe geworden. Jetzt seht ihr das gerade nochmal eindrucksvoll, woran er gelegen hat. Ja. Animationen, wie gesagt, finde ich sehr, sehr schön. Kann ich persönlich eigentlich nicht wirklich meckern. Will ich ja auch gar nicht. Das hört sich an, als ob ich das wollte, aber ich bin froh, dass ich es nicht muss. Sprunganimation aus dem Arbeitsgalopp gefällt mir sowieso richtig gut. Das hatte ich ja schon im ersten Kaufvideo gesagt, weil es nicht so aussieht, als ob sich der Haflinger so enorm überspringen würde. Es ist eher, ja, es ist ein natürlicherer Bewegungsablauf, finde ich. Und deswegen bin ich ein Riesenfan der Sprunganimation des Haflingers aus dem Arbeitsgalopp. Finde ich ganz, ganz große Klasse. So, hier bei dem Stallsprung gucken wir uns das noch einmal an. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze natürlich auch noch aus dem Renngalopp an. Da sieht es jetzt auch nicht nach so einem heftigen Überspringen aus wie bei anderen Rassen. Dennoch finde ich, dass es hier nicht ganz so gechillt aussieht, wie jetzt eben aus dem Arbeitsgalopp. So, süß ist sie. Und die Mähnen, die gucken wir uns diesmal so an. Da ich euch jetzt direkt diese Mähne hier präsentiert habe, geht es jetzt nochmal zum Friseur. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich euch bei Vici wiederum gar nicht gezeigt hatte. Das möchte ich jetzt noch nachholen mit Holly. Und zwar ist das das Führen. Das möchte ich, dass ihr das auch einmal seht. Und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also die Zügel sind jetzt nicht so gummiartig straff wie bei älteren Rassen. Da fand ich immer, sah das Ganze noch ein bisschen unnatürlicher aus. Normalerweise schleifen wir natürlich beim Führen das Pferd nicht so hinter uns her, sondern gehen auf Schulterhöhe bzw. etwas davor, auf Kopfhöhe. Aber
Alles in allem finde ich das eigentlich auch süß gemacht. Und jetzt noch in guter alter Manier, wie bei den alten Pferdekauf-Videos, die Mähne nochmal am Schluss. Das hier ist jetzt, wie gesagt, nicht die Standardmähne, das ist diese etwas franselig geschnittene oder gewachsene. Die fand ich eigentlich sehr süß. Es gibt so ein bisschen so einen, ja, etwas keckeren Blick. Und ich glaube auch hier diese einzelne Strähne haben wir bei der anderen Mähne nicht. Die ist eher so ein bisschen ordentlicher, lockiger. Und das hier fand ich eigentlich sehr, sehr hübsch. Der Schweif ist geblieben und ansonsten, wie gesagt, einfach ein kleines bisschen frecher als diese hier und ein bisschen kürzer als diese hier. Das hier ist mehr die Standardmähne, steht der Farbe aber auch unfassbar gut, muss ich wirklich sagen. Finde ich sehr, sehr schön. Genau, und da seht ihr das, diese eine Strähne hier oben, die fällt bei der hier weg. Der Schopf fällt auch ein bisschen, ist auch ein bisschen länger. Schweif, aber wie gesagt, genau der gleiche. Aber guckt euch das mal an. Auch gerade jetzt hier mit den Rosen, die ich am Zaumzeug dran habe, finde ich, sieht das auch ultra schick aus. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir dieses Zöpfchen hier. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Bauernzopf war es, glaube ich, nicht. Hat mir das geschrieben, aber ich bin vergesslich. Auch das finde ich sehr schön bei dem Pferd. Ich finde generell toll, dass wir jetzt mal so eine geflochtene Mähne auch drin haben. Die Turnierzöpfe hatten wir von Anfang an. Da haben wir übrigens einen noch längeren Schopf. Die dünnen Zöpfchen, die einzelnen, haben wir jetzt auch schon ziemlich lange im Spiel drin. Aber dass wir hier so geflochtene Muster in Anführungsstrichen haben, das ist jetzt, glaube ich, mit dem Haflinger zum ersten Mal reingekommen. Das Einzige, was ich mir bei der Frisur hier gewünscht hätte, wäre vielleicht gewesen, dass der Schweif noch ein bisschen eingeflochten ist. Das hätte ich sehr cool gefunden. So, die Stehmähne. Ich habe mich ja immer darauf gefreut, beziehungsweise ich habe immer gehofft, dass eine Stehmähne kommt. Ich finde sie auch cool, aber dem Haflinger würde ich sie jetzt nicht verpassen. Ich finde, der Kopf kommt dann zwar schön zur Geltung, aber ich finde, das passt einfach nicht so gut. Das ist aber eine persönliche Geschmackssache. Das liegt jetzt nicht an der Umsetzung. Das ist einfach, dass es mir nicht so gut gefällt. Genauso eben wie hier diese ganz, ganz kurze abrasierte. Ist jetzt beim Haflinger auch nicht so meins. Ich finde, dafür ist einfach die Standardmähne auch viel zu schön. Wobei eben diese vernähten Zöpfchen, guckt euch das mal an. Und dann hier auch, wie gesagt, mit den Rosen nochmal. Meine Güte, Holly sieht aus, als ob sie hier jeden Augenblick, was weiß ich was, aufs Dressurviereck, im Dressurviereck raushauen wollen würde. Das sieht so unfassbar schick aus. Doch, siehst du. Also finde ich unfassbar schön. Ja, und das hier. Oder vielleicht oben einfach nur einmal kurz so zusammen und dann zusammen, also, ne? Oben Schweifrübe zusammen und dass es dann so locker drüber fällt. Das hätte ich mir bei der hier auch noch gewünscht. Ja, und dann haben wir hier diese einzelnen Zöpfe, die wir seit dem Paint Horse ja, glaube ich, drin haben. Hier aber ein bisschen dicker, was ja auch passt, da die Mähne voluminöser ist. Hatte ich auch bei Witchy schon mal gesagt. Gefällt mir auch gut, ist auch schön umgesetzt und da ist auch der Schweif eingeflochten. Ihr Lieben, ich freue mich sehr über meinen zweiten Haffi. Das Haflinger Fazit, das kommt jetzt auch dieses Wochenende in meinem Stallgeflüster. Das heißt, da gibt es schon das nächste Wiedersehen mit Holly, denn da, die werde ich da ein bisschen leveln. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und was mich brennend interessieren würde, und bitte schreibt eure ehrliche Meinung, was haltet ihr von dem Outfit? Ich muss sagen, ich bin verliebt. Aber wenn ihr sagt, oh Gott, nee, das ist mir zum Beispiel zu Ton und Ton, völlig okay, aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis dahin. Tschüss!